YouTube, es wird wieder Zeit für euer Lieblingsformat, nämlich die Backrooms. Mit einer Frau, die jetzt schon wieder ganz wuschig ist, Gnu. Hello, wir haben auch gerade über Sex and City geredet. Unsere Lieblingsserie haben wir rausgefunden. Ey, wie du dich niederkniest. Ey, ja, ich hab halt eine Behinderung, finde ich nicht cool, darüber Witze zu machen. Sieht das bei mir auch so aus? Du siehst aus wie so ein Koffermännchen, als hätte man dich zusammengepresst. Du hast gar kein Becken, du bist irgend so eine Andersweltgeburt. Guck mal, wenn man geht, dann geht's. Aber sobald man steht, wie so eine Ente, siehst du eigentlich aus wie so ein Vogel. Du bist so ein Vogelwesen. Guck mal, ich hab voll die, siehst du die Nippel, die ich hab? Ja, aber wirklich, oh. Kann ich da so eine Flasche dran packen und dann Video gelb? Raus? Wollen wir das Video gelb machen? Ach, das passiert bei mir nicht. Sollen wir so eine Flasche dran machen und dann ein bisschen Vakuum absaugen? Wir können daraus, ich kann dir meine Backroom-Milch geben, wenn du willst. Oh, laktosefrei. Da ist gar nichts Laktosemäßiges drin. Das kannst du trinken. Schmeckt wie Limo. Nee, schon salzig. Guck mal, schmeckt nach Muscheln. Meine Milch schmeckt nach Muscheln. Ist, als würde man eine Auster ausschlecken. Ja, das war's dann mal wieder mit meiner Werbung. Schön, dass Gnu den VIP-Status hat. Ich bin da mal wieder, ne? Ach du Scheiße. Und da werden wir zum bizarrsten YouTube-Pärchen 2023 gewählt. Du wunderst dich. Guck mal, hier ist so ein Becher, da ist meine Milch drin. Kannst du rausschlabbern. Oh, das hat nichts drin. Jetzt so viel Inhalt wie deine Witze. So, wir müssen hier rein, voll Hightech. Ah, you've arrived. Bactrel, as always, just like I was told. Today is a momentous day, one that will be etched into the annals of history. It's January 4th, 2037, precisely 4:30 a.m. and I am Dr. Adrian Sinclair, Chief Portal Engineer of Gulop. I'll be in charge of conducting the opening today. Before you stands the culmination of decades of research, the very edge of human understanding and ambition. The portal to the back rooms level zero, or as we've come to call it, the lobby. I won't pretend this mission is without its risks, but the potential rewards, the knowledge we stand to gain, is immeasurable. You've been chosen not just for your skills, but for your courage, your tenacity, and I have every faith that you will succeed. I'll be starting the countdown. Good luck. 10, 9, 8, müssen wir jetzt rein in der Zeit? 6, 5, wahrscheinlich. 4, 3, 2, 1. Boah, Alter! Boah, der Sprung in die andere Dimension. Oh, cool, you have entered the backrooms. Ey, ich hätte so Schiss, über sowas nie machen, weil ich immer Angst hätte, ich komme nicht mehr raus. Ich würde reingehen, ich würde sofort reingehen. Nein. Klar, ich würde sagen, ey, guck mal, das Leben ist doch irgendwie an sich relativ bedeutungslos. Weißt du, du bist so ein ganz normaler Mensch, du gehst arbeiten, zahlst Steuern, gehst kacken, so was man halt macht, ne? Essen. Aber dann hast du diese Gelegenheit, in die Backrooms zu gehen, in die Zwischenwelt. Ja, aber du springst ja auch nicht irgendwo von der Klippe runter. Ja, aber guck mal, ich meine ganz im Ernst, das ist doch, das muss man machen. Das ist wie wenn jemand sagt, möchten Sie zum Mars? Und du sagst, nein, ich muss noch Videos aufnehmen. Weil das würde ich sagen. Ja, nein, ich habe für das Wochenende noch keinen Content. Du auch, Kies, du bist ja noch schlimmer als ich. Ich lasse ja mal eins ausfallen, ey, aber du? Ja, weil ich halt Deutsch. Ja, ja. Mir ist es halt wichtig, dass meine Zuseher immer was zu glotzen haben. Die sollen gar nicht erst auf Ideen kommen, woanders einzuschalten. Ja, gell, das ist schön abhängig bleiben. Darfst keine Kopfschmerzen haben. Outpost 17B. Kies, du weißt jetzt sind wir in Level 0. Ich vertraue dir nicht, weil ich weiß, dass du, glaube ich, den Prolog kennst. Guck mal, wie du rennst. Guck das mal. Oh, süß. Süß, diese Schenkelchen. Danke, ich bin irgendwie so ein Entenwesen. So, wahrscheinlich sind wir gar keine Menschen. Wir wissen ja auch nicht mehr, was unter dem Anzug drunter ist. Gas, einfach nur Gas. Wir sind so eine Gasansammlung. Wir sind wie der von Hellboy. Der hat doch auch so einen Gasanzug. Oh ja, stimmt. Aber voll grusi, was sind eigentlich die Backrooms? Was ist eigentlich der Mythos Glitch dahinter? Zwischen Welten irgendwie. Das ist halt hinter den Kulissen. So sieht's in meinem Büro aus. So sieht's da aus. Oh Gott, stell dir mal vor, du hast so ein Arbeitszimmer, da dreht man ja durch. In meinem Arbeitszimmer ist auch dieses Originalgeräusch, was die Lichter hier machen. Ja, oh, furchtbar. Und dann schreibst du so eine wichtige Prüfung und diese ätzenden Geräusche. Ich hatte früher bei mir in der Schule so einen Teppich, wenn du da zu lange drauf gestarrt hast, hat der so angefangen zu bitzeln und sich zu bewegen. Kennst du das?
Ja, Vibe? Der hatte so, der war so Anthrazit und hatte irgendwie so ganz viele kleine weiße Elemente irgendwie so mit drin. Und wenn man da so wirklich drauf gestarrt hat, dann hat der Teppich irgendwie so eine Bewegung erzeugt. Ganz weird gewesen. Draufgestarrt. Ja, draufstarren. Draufgestanden, ja, doch. Wenn dann quasi der anfängt, so dimensional zu werden und so gruselig auszusehen. Hast du richtig abgetrippt. Ja. Also der Teppich hat heil gemacht. Hi. Oh, wir gehen eine Leiter hoch. Ich glaube, ab jetzt kommen wir bestimmt... Das war jetzt Level 0. Jetzt geht's ab. Oh nein. Jetzt geht's richtig All ab. All you know is this place shouldn't be so dark. Okay. I'm scared. Oh nein. Haben wir eine Taschenlampe? L, glaube ich, oder F. Irgendwo habe ich auf eine Taschenlampe gedrückt. Ja. F. Oh Gott, Kisi, was steht da? Das ist ein Zettel. Kann ich nicht lesen. News. Geht nicht. Klappt nicht. Early Access halt, ne? Hm. Okay. Jetzt sind wir halt in Level 1. Okay. Also ich finde immer noch, dass Inside the Backrooms, Escape the Backrooms die krassesten Teile. Ja, das sind die krassesten. Aber das ist ja ein ganz neues. Vielleicht wird es ja noch krass. Ja. Vielleicht entwickelt sich das ja noch. Ja. Ach, haben wir hier keine Luft? Ein merkwürdiger Schatten. Irgendwie mein Schatten bestand eben nur aus zwei Nippeln. Wie, wir haben keine Luft? Also wir haben ja eine kleine Ding hinten dran. Eine Oxygen. Naja, wir wissen nicht, ob die Luft in so einem Backroom toxisch ist. Das weißt du ja erstmal gar nicht. Das stimmt. Und tschüss. Okay, und ciao. Toll, ich kann nicht rein. Ich kann auch nicht raus. Weil ich davor stand, oh Gott. Krass. Kannst mich also so töten. Ja. Oh Gott. Mir jetzt eine Holztür. Geht nicht auch. Ich brauche wahrscheinlich einen Schlüssel. Ich habe Angst, dass gleich irgendwas voll auf uns zukommt und schreit. Wahrscheinlich wird das passieren, ja. Was war das? Was? Eben gerade hat irgendwas so krumm gemacht. Boah, was ist das denn hier? Teppichmesser gefunden. Wo können wir? Erstmal ein schönes Teppichmesser. Ein Teppich, ein Korder. Oh Gott, Hilfe, wir müssen auch was wir immer machen, wir rennen in die Backrooms und dann finden wir uns nicht mehr. Deswegen klebe ich jetzt am Arsch. Hier ist rot. Guck mal, was ist das hier? Oh nein, Rätsel. Uff. Oder? Hier fehlt aber ein Hebel. Ja, das ist eigentlich ziemlich simpel, aber hier fehlt ein Hebel. Ah, okay, dann müssen wir jetzt gleich einen Hebel finden, nehme ich mal an. Guck mal, hier ist ein Schlüssel. Oh mein Gott, nein! Okay, er läuft hier hinterher, das ist gut. Es ist offen. Nein, das ist nicht gut, nein! Oh Gott, Hilfe! Ist offen. Ich bin tot. Alter, meine Fresse, der kommt da von hinten angeschlichen. Ich bin tot, Knu. Ich weiß, was machen wir jetzt? Ich verstecke mich jetzt. Ich hab da gemütlich... Der chillt auch jetzt einfach bei dir, ne? Ja, toll. Was mache ich jetzt? Du musst ihn weglecken. Du musst ihn irgendwie... Weglecken? Ja, leck ihn weg. Ah, ich habe hier was gefunden. Aha, eine Dose. Alter, komm mal zu mir. Ist da irgendwas drin? Das ist so schlecht, das sieht man... Komm mal rüber. Hey, du lebst ja wieder. Ja. Fürs Mann. Ui, ich hatte es ja... Hier, für deine Werbung. Ich hatte es ja richtig zerflattert. Oh. Der hat richtig mit mir Liebe gemacht. Aber so ja, der hat dich zerflattert, hat er dich. Weggejietet. Okay, wir brauchen einen Hebel. Ja, ich suche gerade schon. Der Chat schreibt, rotes Licht gleich schlecht. Okay. Wenn das Licht rot wird, dann kommt ihr. Die haben das auch alle schon durchgespielt. Rotes Licht, grünes Licht. Oh, Kisi, hast du auf Netflix die Squid Game Challenge gesehen? Oh mein Gott, guck dir das an, das ist echt geil. Ich habe das so weggebinged. Ich dachte so, ja, Takeshis Castle. Also wer das Konzept erstellt hat mit echten Teilnehmern, ist ein Genie. Ich muss ganz ehrlich sagen, und da werden mich jetzt viele für hassen, aber ich fand Squid Game auch gar nicht so spannend. Ja, aber das ist komplett, also es sind zwar Squid Game Games, aber es ist so genial, wie sie die Leute psychisch ausspielen und wie du wirklich dieses Feeling bekommst mit, boah, wie können die nur solche Schweine. Also wirklich unfassbar genial. Du musst dazu nicht mal die Serie mögen. Na, ich habe sie nicht gehasst. Oh, guck mal, hier ist was. Safe. Code. Deswegen schau das bitte an. Weißt du, auf was ich mich freue, wenn wir so bei asiatischen Serien sind? Ich freue mich auf Home Sweet Home Staffel 2. Oh ja, das wird crazy. Wann kommt denn das? Die Woche, ich glaube am Freitag. Freitag oder Samstag. Ich glaube am 2. oder am 1. Ey, jetzt bin ich wieder im Startgebiet. Aber Home Sweet Home ist so eine geile Serie gewesen. Ja, voll.
Das war nice. Aber auch das mit Cursed Bridge, hast du es auch gespielt? Ja. Wie fandest du das? Oh, war ganz gut. Aber nichts für Keystore. Ey, wo müssen wir hin? Wo finde ich denn hier den Code? Wir müssen, glaube ich, einen Code finden oder den Hebel. Und ich glaube, dass wir einen Code finden müssen, weil da nämlich der Hebel drin ist. Wette ich auch. Roter Kies, grüner Kies. Squid Game, what? Squid Game, ja, the Challenge. Das ist für ein weirder Stuhl. Sieht aus wie von Little Nightmares. Da kommt ja nächstes Jahr auch der nächste Teil, ne? Aber von einem neuen Studio, ist nicht mehr dasselbe Studio. Ist das so? Weil die wollten ja keins mehr machen. Oh, hier waren wir doch noch nicht, oder? Weiß nicht, oder? Das ist doch irgendwie anders. Weiß es nicht, Kiesi, ich kann nicht mehr. Hier waren wir doch noch nicht. Ich höre das Vieh so in der Ferne. Zumt. Er zumt. Oh, da hinten steht er. Schnapp dir, Knu. Ich bin gar nicht da. Riss, Knu. Ich bin gar nicht, wo du bist. Ich bin wieder beim Safe irgendwie gelandet. Wieder am Anfang. Irgendwo muss eine Ecke sein, wo wir noch nicht drin waren. Oh, ich bin woanders. Ich bin in einem Raum mit Gemälden. Oh shit, wie bist du da? Die kann ich zerschneiden mit dem Cutter. Ah, nice. Roter Kies. 7985. Weißt du noch, wo der Safe war? Ich versuche es. Also 7985 war der Code. 7985. Ja. 7985. Ja, warte, ich bin, glaube ich, gleich dort. Oh mein Gott. Was das los? Vieh ist direkt bei mir, muss mich verstecken. 7985. Da sind überall Leichen. Bei mir steht jetzt das Vieh direkt vor meinem Spind. Es beobachtet mich. Das ist gut, weil dann kann ich in Ruhe suchen. Oh, ich höre was klacken. Was war das? Hast du auch gehört? Ja, als wäre ein Schraubenzieher oder sowas. Schraubenzieher gibt's nicht, das ist halt Schraubendreher. Und Erdbeeren sind eigentlich Nüsse und keine Beeren. Das sind immer so Sachen, wo wir die alle so aufs Maul binden. Nicht. Ja. Oh, nein, Kies! Bist du im selben Spind wie ich? Ich bin gar kein Spind. Er ist weg, du kannst rauskommen. Ah, du Arsch! Ich hasse dich so sehr, du bist so scheiße, echt. Du bist so ein scheißer Dist, weißt du das eigentlich? Jeez. Ich hoffe, du wenn bist das Licht rot ist, ich hoffe, ist er noch da. Ich bist gestorben, ich hab dir vertraut. Naja, ich wollte nicht, dass er mich angreift. Jetzt kannst du wirklich rauskommen. Nö, jetzt bleibe ich hier drin. Kannst mir vertrauen. Wie krass, du bist einfach unsichtbar, wenn du da rauskommst. Ich brauche jetzt mal Heilung, wie komme ich in mein dummes Inventar? Jetzt hast du M gedrückt. Das höre ich dich doppelt. So. Dummer Jetzt steck erstmal da den Hebel rein. Bevor er wiederkommt. Was für ein Hebel? Ja, du hast doch. Was nicht beim Safe? Nein, ich hab doch gesagt, ich finde den nicht. Oh mein Gott. Ich geh den Spind. Oh, ich hasse dich. Officially, echt. Du bist einfach ein Schwein. Ich kann doch nicht. Ah, shit, Kies! Kies! Ich hab den Schein. Ich hasse dich. Bist du tot? Nein, ich tu nur so. Ich kann ja nichts dafür, jeder muss sich ja selbst retten. Ja. Ich habe ja nie gesagt, dass ich Gentleman oder sowas bin. Du bist ein Gentleman. Mann. Jeez. Oh, dafür bin ich aber auch ganz schön jetzt verwurstet von dem Vier. Was geschieht dir? Richtig Herzwurmern. Wir haben auch nur. Hey, der kommt schon wieder, ne? Ich bin direkt. Ja. Wir haben auch nur 5 Leben, ne, by the way. Oh, das ist gut zu wissen, weil ich bin jetzt schon wieder. Bist du tot? Ja, der stand ja direkt bei mir, als ich gespawnt bin. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Nee. Ich such mal ich hab den Save. 7-9, was war das? 7-9? Moment. Komm nur die Schreibs rein. Ich bleib jetzt erstmal stehen, weil ich sterbe ja die ganze Zeit. 7-9-8-5? Ja. Nee, was nicht? 7. 7-9-8-5 sagen die. 8-5. Ah ja, doch, war's. Irgendwie verklickt. Ja, aber
Oh nein, der läuft hier schon wieder rum, ne? Also ich hab schon wieder hier Werkzeug. Gerade zufällig überlegt, aber der läuft jetzt gerade hier schon wieder rum. Irgendjemand verliert hier ständig Werkzeug, ne? Oder hinten ist es rot. Ich trau mich da gar nicht. Die Sache ist, wenn jetzt ein neues Level kommt, habe ich immer nur noch. Was war das? Hier hat jemand Help gesagt. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Hier hat jemand mir ins Ohr geflüstert und Help gesagt. Help! I need somebody. Wie dieses Wasabi-Kind. Ja. Und seiner Mutter Wasabi essen will und dann ganz gequält aussieht. Ach shit, das gibt's doch nicht. Hasse ich bin tot. Ich bin versteckt. Jetzt hat er mich. Ich weiß halt nicht, ob du weit weg bist von mir oder nicht. Ich bin relativ nah bei den Hebeln. Das ist schlecht. Oh fuck! Okay. Lock ihn ja nicht zu meiner Leiche. Nee, ich renne jetzt gerade weg. Ich hoffe, dass ich hier irgendwo. Ja, ich bin schon wieder. Ich bin für die Tür, für die braune da hinten wahrscheinlich. Ist schon wieder tot? Ja. Wie viel Leben hast du noch? Auf Tab siehst du das? Wow, 6 von ich bin 10. Wie, du hast 10? Ja. Ich hab 4 von 6. Warum hast du 10? Na klar, da gibt's erstmal einen Frauenbonus. Nö, ich glaube, ich habe einfach meine Getränke dabei. Die bringen mir, glaube ich, Leben. Nee, denn ich hatte auch Getränke. Das Spiel nutzt mich yes, einfach. Oh yes, we did it. Nö, das Spiel mag mich einfach mehr als mich, weil ich eine Fair-Playerin bin. Ja, wahrscheinlich hier wieder Pay to Win, ne? Irgendwie Geld reingesteckt nur. Ja, so kennt man sie. We did it. Warte mal, lass uns erstmal hier umsehen, bevor wir jetzt da durchs Exit gehen. Weil ich brauche auf jeden Fall Mandelwasser und so Zeug. Geht nicht auf! Du bist immer voll müde, wenn wir zusammen streamen. Weil wir immer die Late-Night-Sessions haben. Ja, ne? Weil wir schon seit 6 wach sind und durchgehustelt haben. Das stimmt, ich bin schon echt lange wach. Ich auch. Der Sport macht einfach noch müder. Ich bin einfach auch schon... Ich könnte Sport machen, aber mein einziger Sport ist es, ein 13 Kilo schweres Kind rumzuwuchten. Das ist schon viel. Unbefriedigend. Da steckt ab und zu was drin. Ja, ich sehe es. Was hat die Frage, ob das ein Bug ist oder? Das ist ein Bug, das schiebt sich irgendwie nach hinten, das Mandelwasser. Genau, Mandelbäschen. Und schon wieder Mandelmann. Kaputt gegangen. Mandelmannmilch, das ist meine Lieblingsmilch. Mandelmannmilch, jetzt im Spach. Oh, geht's ja noch weiter. Oh je. Das ist auch noch ein Exit. Oh my gosh. Hier ist eine Notiz und die kann ich wieder nicht lesen. Liebe Entwickler, ich weiß, ihr guckt unsere Videos bestimmt an. Macht da mal was. Ich glaube, die können kein Deutsch. Liebe Entwickler, please fix it. We want read your messages. Yes, please. Please! Okay, ich glaube, das war's. Wir sind hier schon durch. Ich suche gerade deine File-Keys, damit ich deine wahre Identität rausbekomme. Guck mal unter K. Nee, unter A, da stand was mit Arsch. Wow, wie lange hast du für den Gag gebraucht? Der kam ganz spontan. Oder wie wär's V mit Verräter? Tja, aber dafür kannst du auch bei Ü wie Überlebender gucken. Nee. Ey, ich hab den Hebel gefunden, ich hab hier die Tür aufgeschlossen. Ohne mich wären wir immer noch unten in Ebene 0. Ach, ich bin da mal ins Exit. Kommst du rüber? Ja, es gibt so viele Exits. Was war das? Hast du gerade gehört? Was? Da hat eben eine Frau geschrien. Ja, vorhin hat mir auch jemand Help ins Ohr geflüstert. Oh, was ist das hier? Ich habe ein Ersatzventil verloren, weiß aber nicht mehr wo. Vorsicht, oh nein. Der Haut ist in der Nähe. Der Vorhautdieb. Der Brisker nennt man ihn. Der Vorhautdieb. Okay, guck mal, wir kommen, glaube ich, hier rein. Ja, müssen wir uns überlegen, wo die roten Punkte sind, ne? Und da rennt irgendwo halt der Dude rum. Hier ist schon mal einer in deinem Raum, ja. Da brauchen wir jetzt irgendein Ventil. Ja, das wird ja ein Spaß. Ah ja, du, das müssen wir jetzt aber schon finden, gell? Ich hab Angst vor dem Vorhautdieb, ich weiß nicht, wie der aussieht.
Wie so ein Nacktmolch halt, ne? Wie diese Garagendudes. Oh, guck mal, hier ist doch ein Ventil schon am Tor. Lass Knu am besten zurück. Ah, da ist er vor Ort, Dieb. Oh mein Gott, der braucht wirklich Haut. Oh nein, ach du Scheiße, Hilfe. Ist tot? Stirb nicht, du hast... Renn. Ja, ja, ich renn. Ich hab kein Leben dazu bekommen, by the way, renn. Ne? Alles gut, ich renn. Ich weiß, wo er hinterher rennt. Ja, bitte, ey, das gibt's doch nicht, ne? Das gibt's doch nicht, der rennt mir hinterher. Ach du Scheiße, oh mein Gott, Kies. Hilfe, Kies. Alter, ich höre ihn, der will mir an die Vorhaut, Kies, Kies, der will mir an die Vorhaut. Oh Gott, Kies, ich find keinen Spind. Der will an Lippchen. Kies, oh Gott, ich bin tot. Oh Gott, ja, der Kies, du Jaw. Weißt du, warum der so aggressiv ist? Der hat keine Lippen, ne? Und deswegen kann er nicht rauchen. Ja, aber er ist starker Raucher. Deswegen ist er so aggressiv. Ich glaube eher, dass er etwas anderes machen will. Er will rauchen, das erkenne ich sofort. Oh, shit, deswegen, ey. Kinder, fangt nicht mit dem Rauchen an. Sonst kommt ihr wieder vor. Ja. Oh, ist das ätzend. Das, du kannst dich jetzt auch nicht abschütteln, ne? Die scheiß Gegner. Ja, wenn du in Spind gehst halt, ne? Also ich war jetzt hier schon an vielen Ecken und habe noch kein Ventil gesehen, aber auch noch keinen Vorhautdieb. Was war das denn? Hä, was? Eben gerade hat irgendjemand gebrüllt, hilf mir. Ja. Aber so richtig ja, gestört. Die schreien einen ja an. Oh Gott, Kisi, wo bist du? Ich hab Angst. Ich will hier nicht sein. Was war... Ah! Nimm Kno! Nein! Ihr habt mir Leben. Hier ist was, wo man ein Ventil braucht. Ich bin im Spind. Ah, hier ist was, wo man ein Ventil braucht. Ja, ja, da war ich eben, da war ein Ventil dran, aber das ist zerbrochen. Oh, shit. Boah, der hat aber ein sexy Ass, ne? Der geht auf jeden Fall trainieren. Ich will gar nicht, weil er die ganze Zeit irgendwelchen Leuten hinterher rennt. Ich hab meine Pelle nochmal retten können. Warst du das? Aber ich habe jetzt gar kein Mandelwasser mehr. Ich musste 2 Mandelwasser in mich reinschütten, damit ich überlebe. Weil ich habe ja nicht so viel Leben wie du. Das Spiel bevorzugt mich ja nicht. Das ist halt dieser sogenannte Gender Gap, ne? Von dem alle sprechen. Der Gender Gap. Gott, Hilfe. Jetzt such mal ein Ventil. Das muss irgendwo in der Ecke liegen. Ich hasse das Spiel. Hier ist dann schon für uns Schluss. Das Ventil wird uns jetzt das Genick brechen. Oh, Kisi. Also es ist auf jeden Fall rot, glaube ich, weil das, was da vor dran hang, was zerbrochen ist, war auch rot. Aber diese Ding hilft uns dann nichts. Ne? Das sind wahrscheinlich dann nur die Standorte, wo das Ventil sein könnte. Wo es sein könnte, ja. Ja, also rein theoretisch würde es uns schon helfen. Das ist doch eine Lüge. Aber da wir zu inkompetent sind, eine Karte zu lesen, sieht es halt schlecht aus. Ich habe einfach nur Angst vor dem dummen Monster. Ja, so schlimm ist der nicht. Der will doch nur küssen. Nee, danke. So, ich gehe jetzt in einen Raum, wo ich glaube, das ist... Oh nein. Oh nein, ist nicht dein Ernst. Rennt der mir schon wieder hinterher, der Bastard. Ja, dann renn mal mit ihm einfach ein bisschen rum, dann kann ich in Ruhe suchen. Ey, das kann doch nicht sein. So groß ist diese Gegend eigentlich nicht, ne? Und ich finde trotzdem... Boah, ich habe gerade gesehen, wie er dir hinterher rennt. Jeet. Ich gehe jetzt in einen Spind. Okay, wir kommen hier rein. Und es könnte hier okay, in der Ecke steht sein hier und dann rum. Da. Ich habe ihn im Blick, er steht einfach nur bei mir rum. Warte mal, hier in der Ecke kann das sein, aber hier... Hier ist nichts. Und dann irgendwie... Hier sind zwei... Okay, ich bin jetzt im Spind. Spawnpunkte. Ich bin jetzt im Spind. Ist auch nix. Und ich finde es hier schön und ich bleib hier und es ist mega kampfig. Es ist so schwer, ein Ventil zu finden. Ich sehe halt gar nichts. Ich weiß nicht, ob der jetzt vor mir steht. Kann nicht sein, dass das jetzt hier so versteckt ist. Wie viele Mandeln darf man am Tag essen? Was für Fragen. Keine Ahnung. Von allem zu viel ist Gift. Nüsse haben extrem viel Kalorien. Ich glaube, Mandeln kann man wirklich. Ist das nicht irgendwann giftig? Mandeln. Bin mir nicht sicher. Wo ist denn jetzt der Hautmann? Der ist jetzt weg. Ich hab ihn jetzt, bin ihn losgeworden. Super. Ich hab's. Oh yeah. Casey, yeah. Hier ist auch ein Tor, das geht dann wahrscheinlich auf.
Angeblich soll ja auch Muskat high machen. Ja. Probiert. Funktioniert irgendwie nicht. Echt? Das damit wird also, doch auch in Gefängnissen boah, gedealt. Da oh, da ist er shit, wieder. Ja. Er ist bei mir, er ist bei okay. mir, er ist bei mir. Das, oh, ich seh's. Haha. Oh, ich bin drin. Haha, hihi, huhu. Ah ja, ich hab auch eine Frau schreien hören. Netter Soundeffekt. So, ich bin jetzt safe. Wo müssen wir jetzt, das Ventil anbringen? Ja, da, wo das Tor war. Wo waren das nochmal? Irgendwo am anderen Ende, ne? Ah, das, da das nicht Tor. Okay. Und weißt bist du, wo da? Das... Ich kann zum ich Tor Ich hab's rennen. Ventil. Okay, ich dann... renne jetzt gerade zum Tor. Ja, aber hast du schon umgedreht? Nö. Das müssen wir noch machen, weil zum Tor das nicht auch... Ich dreh. Nice. 1, 2, 3, 4. Das. Ey, wenn du dahin gehst, geht's runter. Geh weg. Wow. Ah, Gizi. Oh shit, wow, er ist hier drin. Lauf, lauf, lauf. Oh mein Gott. Ab ins Loch. Ab ins Loch. Ich kann nicht ins Loch. Mich gefressen. Ich kann nicht ins Loch. Ich auch, ich bin tot. Oh nein. Och nö. Hey, was war denn das für eine Scheiße? Ey, wie räudig. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Das wäre richtig mies. Das Spiel ist einfach noch zu verbuggt. Ist auch öliger Access. Ja, das merkt man. Das haben auch die meisten Leute. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Oh nein. Kannst du da rein ins Loch? Wow, ich bin ins Loch. Hey, gefallen. Ich bin wo ganz anders gespawnt, ne? Mein ganzes Zeug ist... Ich bin... Bist am du Anfang, nicht im Loch? Nee, ich bin auch im Loch, aber ich bin gerade am Anfang der Map gespawnt. Deswegen dachte ich jetzt, um Gottes Willen, bitte nicht. Ja, aber ich habe kein Leben dazu bekommen. Ich habe nur noch 3 Leben. Ich habe auch noch 3. Was? Aber du hast doch... Du bist 7-mal schon gestorben? Das Gnusche Glückies. L steht für Gnu, ha? Huh? L steht für Gnuli, die überlebt. U steht für uns, dich und mich. Oh oh. N steht für endlich, haben wir immer Spaß. Ganz friedlich und freundschaftlich. Muss man denn da lang? Keine Ahnung, immer den Rohren hinterher. Hier schon wieder ein Spind, ist nicht gut. Ich glaube, der Hautmann ist immer noch hier, ne? Ja, glaubst du? Okay, wir können springen. Das wusste ich gar nicht. Hep, hap, ha, ha. Hier hinten ist wieder ein Ventil. Hast du eigentlich auch die Zelda-Teile durchgespielt? Letzte nicht, ne. Warum eigentlich nicht? Das war das Beste. Boah, kein Nerv für gehabt einfach. Das war echt genial, muss ich sagen. Tears of the Kingdom. Mein Lieblings-Zelda ist immer noch Ocarina of Time. Ja, oh Gott, ich warte, bis Unreal Engine mal was rausbringt. Moment mal, bist du das? Ja. Läuft doch jemand. Nein, das ist der Hautmann. Na gut, ich bleib mal hier. Unreal Engine, hoffe ich, dass es jetzt mal bald kommt. Ein Zelda Ocarina of Time und ein Majora's Mask hätte ich auch nochmal gern. Einfach nochmal alte Games so geil machen wie Resident Evil 4, so krasse Remakes. Ach, Kacke. Boah, wie er angestampft kommt. Irgendwie bringt es ja gar nichts, hier diese dummen Rohre zu drehen. Nein, doch, auf der anderen Seite hat sich was gelöst. Jetzt hast du es nicht verdreht, jetzt weiß ich nämlich nicht, ob's... Nee, ich hab's wieder zurückgedreht, easy. Okay. Das Rohr auf der anderen... Oh, Gott. Oh, verflucht, ey. Was denn? Ja, stand plötzlich in meinem Gesicht. Ja. Ich hab seinen Teebeutel, seinen Herrenbeutel hab ich gesehen. Scheiße. Kannst du mal zu mir laufen? Ich komm wieder zurück. Oh, du Scheiße, sorry. Zieh ihn mal weg. Ja. Ist er weg? Ich bin tot. Ach du Scheiße, Entschuldigung. Ja, aber dann kann ich jetzt nämlich durch. Boah, der hat mich so geschlagen, dass ich nicht mehr sprinten kann. Ich bin auch voll erschrocken gerade. Ich kann nicht mehr sprinten. Was war das? Ich habe ihm so Help gehört. Oh. Das ist doch scheiße, ich spawn und der Bastard steht hier. Sorry, aber das nervt mich sowas. Bist du schon wieder tot? Nein, aber er rennt mir jetzt hinterher und ich hab meinen Stuff nicht mehr. Ich kann jetzt hier ein Rad drücken. Nee, ich bin jetzt in der Sackgasse, ich bin tot. Er ist doch scheiße. Hast du das Rad jetzt nochmal gedrückt? Nein. Okay. Ja, dann. Na, du musst ja spawnen, ne? Ja, jetzt steht er da und ich spawn und bin schon wieder direkt tot.
Warte, warte, warte. Ich beeile mich, dann kann ich die vielleicht dann noch irgendwie rausholen. Weil jetzt ist das hier offen. Und ich glaube, da hinten geht's weiter. Aber ich kann leider nicht sprinten. Und wie gesagt, hat mir so einen mitgegeben. Ah, der läuft jetzt gerade weg. Moment, hier ist so Gas, es kommt und geht anscheinend. Okay, es kommt nicht mehr. Gut. Ich krieg meinen Koffer mit meinem Stuff jetzt nochmal. Noch ein Leben. Was hattest du denn noch? Ja, 3 Trinks und ein Cuttermesser. Das war mein Stuff? Nein. Ich hatte ein Cuttermesser. Aber ich habe das auch automatisch, wenn du es einsammelst. Ach, das kriegen beide? Ja. Ich dachte, du hast mir das geklaut. Nein. Ich dachte so ein bisschen, du hast Cuttermesser-Neid gehabt. Das ist, ja, das kann schon gut vorkommen. Und du bist auch ein Schwabemädel, ne? Ein Schwabemädel, ich klau gern. Und hast du Futterneid? Ja, ne? Ja. Das ist aber so richtig Schwabending. Findest Futterneid. Du? Schon. Oh, was passiert jetzt? Futterneid ist sowas von schwäbisch. Oh, was hast du jetzt gemacht? Die Dinge ausgestellt und dann? Rein ins Loch. Profimäßig. Nice. Nur noch ein Leben, ne? Wow. Oh, ich hab noch 3. Aber ich bin ganz schön... Kannst du mir ein Mandelwasser droppen? Danke sehr. So, jetzt geht's mir nämlich besser. Hast du das zweite auch genommen? Ja. Gut. Okay, hier kann man leider nicht rein. Ah, schade. Brauchen wir schon einen Taucheranzug. Cool aus. Mega nice. Peinlich. Aber eigentlich in den Pool... Oh, was ist das denn hier? R gleich A, X gleich B und. Und hier Punkt, steht auch Punkt, noch was Strich drin. Gleich C. Oh Gott, und hier drin ist eine Gleichung. Oh nein. P durch T und unten ist auch noch irgendwas. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, wie geht das? Och nö, guck mal, hier ist irgend so ein Apparat. A hoch B. What? Cool, jetzt bist du dran. Ich habe hier die ganze Muskelarbeit gemacht, jetzt bist du dran mit Rechnen und so. A gleich B. Okay. Moment, was bedeutet das? Die Reihenfolge dann? Also A, Moment. Ist es dann A, B, C, A? Oder wie soll ich das deuten? This is a very good question. Hast du schon was rumgedrückt? Ja. Nusches Glück. Das ist völlig falsch. Das ist völlig falsch. Girl. Warte mal, mach mal bitte alles wieder auf A. War das nicht alles auf A? Warte, lass mich machen. Bin fort mit dir. Ich mach das. Weg mit dir. So, war das. Warte, das muss nochmal zurück. So. Okay, warte, der sagt irgendwie... Warte mal. A also. Ist gleich B. A ist gleich B und B ist gleich C und C ist gleich A. Nee. A, B, C. Also hier steht A, B, C, A. Bedeutet das, was bedeutet das? Dass ich erst A mache? Weil hier steht halt A ist dieses P und B ist dieses X A. mit dem Punkt. Aber dann ist ja A nicht gleich B. B... Und C ist das. Die 3 Punkte. Das C. A. B. C. A. Ah! Kann es sein, dass du dann quasi in der Reihenfolge die Dinger drücken musst? Ja, aber es ergibt keinen Sinn, wenn du die Dinger anguckst. Du musst halt wissen, was hoch und runter ist. A. B. C. B. Ja, aber guck mal, warum sind denn da 2 Pfeile zum Beispiel oben? Das muss ja auch irgendeine Bedeutung haben. Dass du es reinlernen musst in die jeweiligen Dinger. Das ist, was du wo reinlernen musst, oder? Hm. Ob du von A, B, C was reinlernen musst. Ich fotografiere es mal und probiere mal, ob das irgendwie für mich in meinen Brain Sinn ergibt. Moment. Ich weiß ja nicht. Also ich finde, das ergibt irgendwie nicht so wirklich viel Sinn. Warte, ich geh mal rüber. Wir müssen irgendwie... Hier ist A ist gleich B. Irgendwie,
Das heißt, A und B haben die gleiche Menge drin wahrscheinlich. Hier A, B, C, A, B, C, A. Probier's mal. Also, I don't get it, man. A, B. Ach, guck mal, da steht ja auch A zu B, B zu C, A zu C. Das heißt, du musst einmal... A und B müssen gleich sein, oder das, was? Nee, guck mal, hier steht ja das A... Warte, ich mach das nochmal zurück. Ja, aber guck mal, nebendran steht A gleich B. Was bedeutet das denn? So. Also. Hier steht ja einmal, das A muss einmal zu B. Das heißt, einmal muss ein A zu B rüber. So. Dann muss einmal B zu C rüber. Und dann muss wieder C zu A. Hab ich was getan? Nö. Und dann müsste B zu C. C. Genau, also guckt es im Prinzip so. Diese Pfeile. Warte mal, muss es vielleicht. Aber guck mal, A und B muss gleich sein. Muss es vielleicht irgendwie beide Röhren auf dem gleichen Level haben? Ja, aber ich glaube, du musst es in der Reihenfolge machen, weil hier steht ja auf der Wand, dass einmal A muss zu B. Dann muss B zu C und C muss wieder zu A. Dann muss wieder B zu C, dann muss wieder A zu B und B zu C und C zu A. Und dann hast du die richtige Reihenfolge. Glaube ich. Hm. Weißt du, weil da steht ja auch unten dran, A zu B, B zu C, A zu C. Das ist genau das, was hier an der Wand ja steht. Hm. Juna? Hast du es dir auch abfotografiert? Nö. Aber hier steht ja nochmal A ist gleich B. Ich deute das darauf hin, dass A und B irgendwie gleich von der Menge sein muss. Das kann auch dass sein. Alle die gleiche Menge haben. Das auf jeden Fall, aber das kriegst du wahrscheinlich nur raus, wenn du diese das genauso portionierst, wie es halt auf dieser Wand steht. Ansonsten musst du halt wild rumklicken und hoffen, dass du das Ergebnis hast. Mhm. Ruhig. Und was passiert dann? Und dann wird sich irgendwas öffnen. Wahrscheinlich wird sich dann das Wasser ablassen und wir können unten in den Tunnel hier rein. Oder da hinten, da war doch auch noch irgend sowas. Okay, aber jetzt denken wir mal logisch. Also wir müssen A zu B und B zweimal zu C. Also ich sag dir das mal, was ich jetzt glaube, okay? Okay. Also wir müssen jetzt einmal A geht einmal zu B. Das heißt, du machst einmal runter den Pfeil, dass von A was zu B geht. Warte, wir machen erstmal alles rüber ist zu schon, A. Das fängt ja. Genau. Einmal von A runter zu B füllen. Ja. Dann füllst du einmal von B zu C. Moment, das ist dann das hier, ja. Und von C. Guck mal, jetzt alle gleich. Nicht ganz. Und von C füllst du wieder zurück zu A. Ja. So. Dann tust du von B zu C rüberfüllen. Ja. Und dann füllst du von A zu B. Ja. Und von B zu C. Ja. Und von C zu A. Ja. A. Und jetzt? Gibt ja noch eine dritte Reihe, oder nicht? Warte. Wann waren die Pass alle gleich? Vielleicht hatten wir da die ultimative Lösung. Ich guck gerade, warte. Genau, also das stimmt schon so. Es ist das Rätsel aus Stirb langsam. Wie witzig. Also Like hat mir jetzt reingeschickt. Ich habe B zu C falsch getippt, sagt jemand. Ja, lass nochmal kurz nochmal neu machen. Ich sag's dir nochmal. Ja, gut, dann alles jetzt wieder auf A, ne?
Ja. Also nochmal, du machst A zu B. Moment, das ist jetzt A zu B ist das hier, ja. Genau. Dann B zu C. B zu C ist dann das hier, ja. Mhm. Und C zu B, C zu A, sorry. C zu A wäre dann das hier, so. Und dann kommt B zu C. B zu C. Und dann kommt A zu B. Dann A zu B ist das hier. Und dann kommt B zu C. B zu C ist das hier, so. Und C zu A. C zu A ist das hier. Yes, das war's. Das hat auch Klack gemacht. We did it. Kein Klack gehört. We did it. We did it. Wo hat da was geklackert? We did it, hat was geklackert in meinem Kopf, du. Da klackert und ich hatte recht, ja, es ist frei. Bam! Ich habe ein Brain. Officially. Confirmed. Und damit lernen wir wieder, dass Frauen doch zu was Nutze sind, ne? Boah, Kies, ey, wirst echt gecancelt noch. Ich sag's dir. Ja, weißt das du war's. Was, Kies? Das war... Du kannst echt Thomas Gottschalks Rolle einnehmen, wenn du willst. Habe ich vor. Ich habe mich schon gefragt. Ja, mein Lieber. Also, wie sieht's aus? Heute haben wir mal lieber schöne Wette wieder auf der Bühne. Na, kommen wir hier rüber. Wieder so zwei Frauen für die Frauenquote. Die Helene und die Shireen David, na, die haben da ja schon ein schönes Lied gesungen. Oh Gott, Kies. Oh Gott, das ist irgendwie sowas. Ich würde wetten, das moderieren. Ich würde es machen. Das will ja niemand, aber ich mach's. Ich würde dem Publikum Tomaten geben, dann ja. Was solche Sprüche gibt's. Ich finde, ich würde da voll gut reinpassen. Ich würde auch so halt das ZDF-Publikum abholen. So mit meinem Humor, der halt so outdated ist. Dann nimmst du die ganze Zeit so Fachbegriffe, was heißt Fachbegriffe, Jugendsprache, die keiner mehr versteht. Cringe. Das habe ich ja nicht. Stimmt. Jetzt mal ganz ehrlich, Chat. Oder ihr würdet mich als Moderator von Wetten, das sehen. Oh Gott. Ist das Wasser gefallen? Nein, aber ich glaube, wir müssen das hier... Das ist ein Labyrinth. Hinter dir schwimmt was, Knu. Was? Hinter dir schwimmt irgendwas. Meine Scheiße. Ja, eine braune Spur aus Krumen. Hänsel und Schüttel. Oh je, Hänsel ich glaube, und Kotel verirrten sich im Pool. Den richtigen Weg gehen und dann irgendwo müssen wir eigentlich rauskommen. Weiß ich nicht. Ich bin raus. Yes. Oder? Ach, ich Profi. Did it. Das hätte Thomas Gottschalk nicht hinbekommen. Nee. Top. Die Wette, ja, gilt. Ha. Oh nein, wieder ein Rätsel. Oh, ah, okay. Mit einer Uhr. Wir müssen das so drehen, dass man es erkennt, ne? Die Uhr. Mhm. Aber die kann nicht die Position wechseln oder sowas, ne? Hier, das sieht doch ganz gut aus. Ah, die Uhrzeit müssen wir wahrscheinlich merken. Müssen wir wahrscheinlich die richtige Uhrzeit drehen. Welche Uhrzeit brauchen wir denn? Weiß ich nicht, aber du kommst ja da nicht rüber. Das ist ja nicht... Oh, das war... Ja, du kannst ja die Uhr auch so drehen, dass es eine andere Uhrzeit zeigt. Das heißt, wir müssen jetzt das wissen... Das ist halt die Question. Gibt es hier irgendwo einen Hinweis? Ein Hinweis, ein Hinweis. Genau, dreh einfach mal die Uhr. Vielleicht ist es dann schon, macht's Klack und wir sind durch. Aber so ist es nicht richtig. Runter? Ja, es kann halt jede Uhrzeit sein. Die muss doch irgendwo hier drin stehen. Kann es sein, dass wir in diesem Kacklabyrinth die finden müssen? Och nee, oder? Ich glaube schon, du Kollege. Ich glaube schon, dass die irgendwo wahrscheinlich irgendwo am Boden zu sehen ist, diese Kack-Uhrzeit. Irgendwo am Boden. Das meinst du? Ich könnte es mir vorstellen. So was Perverses, Irres haben die da eingebaut. War ja auch ein bisschen zu leicht, da durchzukommen. Deswegen, ne? Irgendwo wird da wahrscheinlich dann am Boden eine Uhrzeit stehen. Oder aber wir was ist, wenn wir zu kompliziert denken? Wir schon mal darüber auch, nachgedacht? Wir können auch das Lösungsbuch aktivieren.
Weißt du, ich bin noch so alte Schule. Früher, zu meiner Zeit, gab es eben noch keine Lösungsbücher. Ich habe mir immer zu allem Lösungsbücher gekauft früher. Ich habe die alle noch. Das merkt man auch. Ja, so geil. Ja, das auch, die waren auch schön, die Lösungsbücher. Also die hat mir auch gerne. Also die von Nintendo waren schon ganz schick. Alle, auch die von PlayStation. Das war alles cool. Die waren, ich habe die aber auch die von Final Fantasy. Die waren mega schön. Auch, oh, ich habe es. Du hast jetzt ein Vermögen. Ich hab's. Knusches ja, Glück. Das gute alte Lösungsbuch. Ne? Nee, ich war das für mich. Aha, ja, okay, erzähl weiter. Ja, ich habe einfach rumgedreht und hat's Geschichten gemacht. Geschichten aus dem Knulana-Garten? Guck's dir an. Ja, ich komme ja nicht durch. Ah, jetzt. Pech gehabt, bra. Das Planschbecken. Klingt immer so, als würdest du ins Wasser koten, ne? Mach ich auch. Ui, guck mal, da schwimmt was Braunes. Splish, splish, splash. Komisch, du hattest doch gar keinen eigentlich? Mais heute zum Mittag. Doch, hatte ich tatsächlich. Echt? Gab's ja. Wirklich Mais? Ja, eine Dose habe ich mir reingezogen. Ich liebe Dosenmais. Ich habe so eine Dose Eis reingeballert. Voll geil, Dosenmais. Ich mag Mais, aber eher so am Kolben. Nein, so schön Butter dann bleibt und alles Salz. Zwischen den Zähnen. Naja, dafür gibt es Zahnseide. Dafür hat die Evolution die Zahnseide erfunden. Na, ich habe einen Retainer drin, das ist voll schwer dann. Was hast du drin? Ein Retainer. Was ist ein Retainer? Ein kleines Stahlseil, so gesehen, was man halt an den Zähnen befestigt, wenn du lange Spange getragen hast, weil ja damit die Zähne sich nicht mehr verschieben. Ja, das bräuchte ich auch, so ein Retainer. Ja, das ist nachdem du eine Spange getragen hast, weil ja dann auch die Zahnhälse. Hast du eine Spange getragen oder hast du so Invisible Lines getragen? Oh, eine Spange, und zwar eine, die hinten angebracht war, weil ich nicht vorne diese blöden Dinger drin hatte. Wie alt warst du da? 23. Naja, ey, zu meiner Zeit, ich habe ja noch sowas, also ich war letzte Woche beim Zahnarzt, Kontrolle und Zahnstein, ich hab nicht mal Zahnstein und ich habe es ein bisschen schleifen lassen, weil ich keine Zeit hatte. Und hat der Zahnarzt auch gemeint, wow, sie haben eigentlich quasi gar keinen Zahnstein, weil ich bin so ein Zahnseidenmensch. Ja, das ist so Zahnseide. Wichtig, das ist so krass. Das ist ja, super wichtig, absolut. Das ist der Game Changer. Zahnseide ist Killer. Ist auch. Wenn du deine Zähne wirklich lieben willst und lange behalten willst, Zahnseide. Ja, genau so ist es. Aber ich komme halt aus dieser Generation, bei uns war das früher so, solange der Biss und alles korrekt ist, hast du keine Zahnschwange bekommen, selbst wenn da so ein bisschen Schiefstand oder sowas war. Ja. Heutzutage, da muss ja nur ein Zahn sich einen Millimeter unterscheiden von einem anderen und schon sagt der Zahnarzt, ja, Zahnschwange, ne? Ja, voll. Oder hat jeder ein Hollywood-Lächeln. Ja, oder halt Retainer, Veneers drauf. Ja, Veneers ist aber, hat auch viele Nachteile. Ja, ich würde es niemals machen. Und meine Zähne sind gesund, weißt du? Ja, eben, genau, deswegen meine ich ja, wenn du irgendwas hast und so und danach sieht es besser aus, easy, aber ich würde es nie bei gesunden Zähnen, never ever. Also dann lieber Invisible Lines. Ja. Easy, was passiert? Welches Keine Level Ahnung, sind wir? Wir sind ja schon voll weit, oder? Wir sind Pool-Level halt. Aber das war, glaube ich, wir sind im Poop-Pool-Level. Im Poop-Pool. Müssen wir nicht hoch? Nee. Ich würde auch Zähne bleachen und sowas mache ich auch nicht. Zähne bleachen? Nee. Habe ich aber auch schon ein paar Mal gemacht. Ja, aber ist nicht gut, ne? Ja, aber ich habe so fette Hauer, die haben gesagt, bei mir ist es egal. Ich gehe jetzt hoch, gell? Du gehst runter. Du bist echt hoch? Geht es so, wirklich? Nee, geht's schade, hoch? Schade, ich wollte es probieren. Ach, das schon, hä? Ach, schade. Oh mein Gott. Oh mein. Boah, Wahnsinn. Denn? Alter, hier kommt voll die krasse Szene. Alter, was ist das? Ein Hai? Du bist ein Schwein. Nein! Heftig! Hä, wo ist es hin? Ihr habt's doch auch gesehen. Ich trau mich jetzt nicht ins Wasser zu springen. Was war das? Da ist es wieder. Oh, Subnautica. Ach so, das ist ein Mondfisch. Ich bin ins Wasser wirklich gesprungen. Das ist ein Mondfisch. Es ist ein Mondfisch. Ermöglich. Noch zwei Leben. Tja, hieß. Karma. Aber ich wollte es halt wissen auch irgendwie. Mhm. Ich wollte dem Mondfisch einen Bussi geben auf die Flosse. Ein Bussi aus kleinen Näckchen. Sein Mondläppchen wollte ich ihm Bussi geben. Wo bist du denn? Immer noch tot. Ich bin jetzt in den Backpack-Rooms. Hello, Kiesi. Hey, meine Leiche ist nicht explodiert? Nee. Das hat er bedacht, dass wenn Leute da reinjumpen... you have entered the Infinity Hotel. Da kommen jetzt 100% wieder Gegner. Ja klar, Motten. Oh, ich höre schon was. Eine Uhr. Oh, guck mal, hier kann man klopfen.
Kann die Gäste belästigen. Vibrating. Zimmerthermen. Oh, was genau. Ist das denn hier? Guck mal hier. Ein Stromkasten. Alright. Oh, ach so, du kannst über Strom an- und ausmachen. Hier ist eine Vase, die kann man auch usen. Ach so, du musst quasi gucken, dass alle grün sind. Oh mein Gott, lauf mal die Treppe hoch. Nein, ich will nicht. Doch, mach mal. Voll creepy irgendwie. Hallo. Wir müssen, oh Gott, jetzt habe ich es gerade erst gerafft. Wir müssen quasi gucken, dass alles grün ist, hätte ich mit dir. Ist das möglich? Ja. Ist das possible? Ja, ich hab's genau, deswegen ist es möglich. Ja, oben auch. Ja, okay. Dann können wir jetzt wahrscheinlich hoch. Ja, voll einfach. Oh nee, scheiße, können wir nicht. Hä? Nee, können wir nicht. Alles muss rot sein. Oh, jetzt sein. Ist alles offen. Oh. Oh. Hast du auch so Hotelgeräusche? Ja. Ambiente. What? Okay, das ist schon ganz cool. Also ich finde, das Spiel hat schon ein paar coole Ansätze, ne? Da warst gerade du. Dankeschön, Pudding. Ach, jetzt ist immer der gleiche Raum. Oh, hier ist ein Plan. 112. Ja, aber bringt der Plan, was hat der? 109. Bevor wir in so einem Irrenhaus. 209. Der Chat fragt, was sind Hotelgeräusche? Ach, guck mal, wir kommen immer zu 100 und zu 209. Halt so Hotelgeräusche eben. Man hört halt. Okay. Hotelpersonal und Gäste und. 101 und hier kommst du in die. 102. Aber war noch nicht gerade irgendwo 2. Ah, wir müssen Schlüssel finden. Können wir das hier irgendwo öffnen? Bestimmt, weil hier ist eine braune Tür, die wieder verschlossen ist. Hier kann ich irgendwas usen bei der Vase. Oh, man kann, ich hab einen Schrank aufmachen können. Ja, wir müssen das alles durchsuchen und brauchen einen Schlüssel. Genau, ich habe auch einen Schrank geöffnet. Da ist nichts drin. Weil ich ihn schon geöffnet habe, oder? Ja, es ist immer derselbe Schrank. Okay. Ist ja anscheinend eine Schleife. Ah. Vielleicht. Ist ein neuer Schrank. Ja, ist ein neuer Schrank. Witzig, wie du hier rumsteppst. Mülleimer ist nix. Ey, man hörte so Klacken, gell? Ja, man hört halt Klacken. Ich dachte, als hätte jemand jetzt so den Koffer irgendwie gerade so zugemacht, den Kofferhenkel. Man hört irgendwie so Hotelgeräusche. Auch so Licht aus, oder? Wenn der Chat sagt, es gäbe keine. Hörst du auch diese Licht aus? Würde jemand Licht ausmachen? Ich habe auch vorhin ganz kurz so Geräusch gehört, als würde man in so einer Lobby halt stehen. Ja, aber nicht, dass es gerade jemand bei mir ist und ich check's nicht. Irgendjemand steht hinter ja, dir. Ah ja, Toilettengeräusche. Ich hör's. Witzig. Ich bin schon paranoid. Bist du gerade alleine? Ja. Bist du gerade ganz alleine, Knall? Ja. Das ist nicht so lustig. Wieso kann ich bei der Vase was usen? Weiß nicht. What? Weil wenn ich... Hä? War das schon immer blau? Jetzt bin ich in einem blauen Hotelbereich. Moment, ich bin ja völlig woanders. Ist es bei dir rot oder blau? Ich habe einen Hammer gefunden. Ah, nice. Damit kannst du die Vasen kaputt schlagen. Ja, aber wie bin ich hierher gekommen? This is a very good question. Ich gucke jetzt, wo du rauskommst. Ich bin in einer völlig anderen Ebene. Ich bin in der blauen Ebene. Du bist in der roten, ne? Ja. Hab ich das gemacht. Aber das ist gut, weil wir brauchen dein Hammer, um eine Vase zu zerkloppen. Alle Vasen, ja. Und hier bist du ja, super. Und da ist 100 Pro. Irgendwo hier ist auch eine. Bam! Blöde Vase, blöde Sau. Wenn ich eins hasse, dann Ton. Was? Gehärtet und angemalt. Vasis. Für mich. Was wieder eine? Offensive. Hier ist eine Sonnenbrille. Bombastic Side-Eye. Bin ich auch wieder auf der roten Ebene. What? Wie habe ich das denn gemacht? Klack. Würde ich alles umjieten. Jeet. Aber es kommen irgendwie gar keine Gegner mehr, ne? Nee, das ist alles jetzt ziemlich ruhig und hier friedlich. Ist eine. Ob das Spiel hat Potenzial?
Ich glaube, es hätte Potenzial, wenn irgendwie mal auch irgendwie wieder neue gruselige Gegner kommen würden. Oh, ich habe eine Fuse gefunden, oder? Ja. Eine Sicherung, eine alte Sicherung scheint noch zu funktionieren. Ist sie vielleicht hier rein? Nee. Oder in den blauen Raum vielleicht? Gibt's in den blauen Flur? Raum nicht komplett erkundet. Gibt's in den blauen? Ist es auch wieder ein Korridor wie hier, nur alles ist blau? Ja. Weil da müsste es da ja theoretisch auch so eine Fuse geben, wo du die verschiedenen Schaltungen legen kannst. Und ich glaube, wie, aber wie bin ich zu blau gekommen? Genau, ich glaube, wir müssen jetzt blau finden. Dann musst du die Fuse einlegen und dann kannst du wieder die Schalter alle betätigen, nehme ich mal an. Wie habe ich das gemacht? Wie bin ich zu blau gekommen? Ja, ich bin bei blau. Nice. Genau, gibt's hier an der Tür irgendwo was? Es sind noch Türen, die war ich noch gar nicht drin. 203 war ich noch nicht drin, 201 war ich noch nicht drin. Hier ist auch keine Fuse. Boah, Alter, ich habe richtig dick Mandelwasser gefunden. Geil, ich auch. Ich hab 7 Mandelwasser. Nice. Wow, ich bin in einer völlig neuen Gegend. Und zwar in... Oh, ich habe einen Code. Der Code 1234. Hinter der Kunst liegt der Code. Der Code 1x, 2x, 3x, 4x. Ja, aber wir brauchen nicht nur eine Sicherung, sondern wir brauchen 2 weitere noch. Aha, guck mal, ich kann die Gemälde alle verschieben. Ja, hinter der Kunst liegt der Code. Ich habe jetzt hier die Kunst verschoben, aber da passiert nichts mehr. Na, hier ist auch nochmal Kunst. Das heißt, du musst die Bilder jetzt alle hier verschieben. Hier auch. Ja, aber wir brauchen noch eine Sicherung. Also wir brauchen nicht nur eine, sondern wir brauchen noch 2 weitere Sicherungen. Genau das habe ich auch gerade gedacht. Frage ist halt, wo sind noch mehr Basen? Hier hinten ist noch eine. Ja, habt ihr sicher. Also ja, aber hier waren auch noch welche in den Räumen. Bist du dir sicher? Ja, hier ist auch noch meine. Wo? Ja. Ja, geil. 48. Ich habe jetzt 48. Ja, aber es wird wahrscheinlich nicht reichen, oder? Nee, aber das ist Raum 3, also 310. Also nehme ich mal an, 3 ist 48. Kann jemand mal aufschreiben, dass in 310 der Code... Nein, jetzt habe ich die Sicherung drin, aber wir haben keinen Strom. Ah doch, es geht. Nevermind. 48. In Raum 310, ja. In 310. Und wo war noch was? Nirgends. Ich muss mal gucken, ob die Gemälde hier... Haben denn die anderen Ebenen auch Kunst? Ich hoffe nicht. I hope not so. Oh, hier ist nix. Da flasht wieder jemand seine Toilette. Ich glaube echt, dass wir leider... Moment mal, was ist wenn... Wo siehst du überhaupt hier eine Zahl? Ich habe jetzt nur eine gefunden, eine 48. Direkt hinterm ersten Bild, wenn du das verrutscht. Der Code hier. X... Warte mal, hä? Guck mal, hier steht ein Zettel, der Code. X1, ja. 2X, 3X, 4X. Genau, und ich glaube 3X ist 310 und da ist der Code 48 hinter dem Bild. Ich stehe auch gerade davor, wenn du es sehen willst. Wo bist du denn? Dreh dich um. Da steht 48. Und das ist im Raum 310. Ja, ich glaube, dass wir hier jetzt irgendwie... in den roten Flur müssen, die Kunst anschauen müssen, oder vielleicht die Schränke, vielleicht ist hier auch noch... Oh, voll viel Mandelwasser, geil. Wie kommt man nochmal in den roten Flur? Das ist a good question. Wir müssen uns vielleicht die Nummern merken, wie wir über die Nummern in die Flure kommen. Ja, ich mach das so irre, diese scheiß Geräusche hier. Weißt du, was mich irre macht? Was? So richtig? Hey, ich bin in einem neuen Raum. Du musst einfach... Hä? Bin ich in einem neuen Raum? Das ist derselbe Gang. Ach, das ist... Hä? Der ist doch grünlich hier. Nein, der... Ja, aber da sind wir schon die ganze Zeit. Ach so. Hä? Ich dachte, der wäre blau gewesen. Nein, wir waren in blau und sind von blau in grün.
Ach, jede Etage hat einen Code. Also 48 ist... Welche sind wir jetzt? In welcher Etage ist das? Dritte. Wo soll, ja, drei. Ja, ist die dritte. Dann ist das dritte, war, meint mal. Ja. Aber Moment, wenn 48 die dritte ist... Dann ist es ja falsch. Ist dann nur vier, oder was? Wie viel kannst du denn eingeben? Vier. Oh. Weiß der Chat was? Ah, die Räume haben ja 100, 200, 300, 400. In jeder Farbe Raum sind die Zahlen. Also jetzt 300 ist 48. Genau, aber 48 ist halt weird. Weil wir können ja nur vier Zahlen eingeben. Wie kommen wir erstmal zurück? Erstmal muss ich wissen, wie ich zurückkomme in die. Ich bin Ebene. Bei Blau. Ich bin dann jetzt ich bei hier. 200. Genau, ich gucke jetzt nach Bildern. So. 35. 2 ist 35. Hm. 35, wer weiß denn Bescheid? Ja, Moment mal, wir waren ja noch gar nicht in der vierten Ebene. Genau. Aber da rennt man einfach immer nur straight irgendwo durch und da kommt man da rein. Das hab ich jetzt auch gemacht. Hier bin ich jetzt bei Rot. So. Und was gibt's da? Guck gerade. Wäre es ja jetzt 3, 4. Hm. 17. 1 ist 17. Okay, warte mal. 1 ist... Was das, war das andere? 35? Ja. Moment,7, 5, 8, 6. Jetzt bin ich bei Blau. Also 7, über. 5. Über die 209 kommst du, glaube ich, in die ganzen anderen Räume. Kann das 4, sein? 7, 5, 8, 1. 7, 5, 8, 6. 7, 7, 5, 8, 2. 7, 5, 8, 3. Code ist 7 mal 58. 310 gleich 48, 200 gleich 38. Also ganz wichtig, Kies, du kommst über die 109 überall rein und ich war vorne im vierten Flur, deswegen, das war nicht mehr blau, das war grün, wo ich war. Ja, ich bin auch richtig, ich bin jetzt in so einem Schlammgrün. Genau, über das die ist 109. Der vierte Stock. Das ist dann der vierte Stock. Über die 109. Genau, über die 109 komme ich auch komplett zurück. Das heißt, du musst jetzt gucken, ob du hier noch ein Bild findest bei dir. Ja, aber über die 309 komme ich nirgendwo hin. Jetzt über die 109 in blau. Und über die 209 bin ich jetzt wieder in rot. So. Also bei mir klappt es hier nicht. Da oben, wo ich jetzt bin. Genau, also irgendwie war ich vorhin bei dem Schlammfarbenen. Ja, bei dem Schlammfarbenen bin ich ja. Da müssen wir den Code eingeben. Aber ich war noch nie weiter. Aber du hast ja auch keine Nummer mehr gefunden. 48. Okay, also haben wir jetzt alle, weil es ist ja der vierte Stock dann so gesehen. Dann fehlt der dritte. Nee, dann fehlt der zweite. Was haben wir? 17, 35 und 48. Dann fehlt der zweite. Wo ist der zweite Stock? Ich habe jetzt rot und blau dir durchgegeben. Erster Stock ist rot, zweiter ist blau. Ja, Moment mal, der erste, aber der zweite, Moment, der erste war 17. Der war rot. Ja. Blau war aber 35, richtig? Ja. Dann fehlt aber die 2. Blau. Dann fehlt ja eigentlich. Warte mal. Der Schlammfarbende. Nein, der ist 48. Das ist der vierte, der Schlammfarbende. Jetzt bin ich im Schlammfarbenden, wo du bist, genau. Warte mal. 7, 1, 5, 8. Dann fehlt der hier, das finde ich jetzt raus. 7, 3, 5, 8. 7, 4, 5, 8. 7, 5, 5, 8, 7, 6, 5, 8. Ja, das ist es. Yay. Ja, wir kamen in diesen Stock nicht rein, das habe ich raten müssen. Jeet! Hoch oder runter? Geht's runter? Ich höre Musik.
Oh nein! Nein, nein. Welcome to the game! Der Backrooms Descent wird fortgesetzt. Das nächste Level ist Level Fun. Ach, schade. Was? Hätte ich doch ganz gerne gewusst, wie es weitergeht. Oh. Spaß, wir haben es durchgespielt. Mal wieder haben wir ein Backroom-Game durchgespielt. We did it! Woo! Ja, also jetzt, ich sag mal so, ich fand jetzt... Wie viele Punkte gibst du? Das ist eine gute Frage. Ich kann gar nicht zurück zum Menü. Jetzt zurück zum Menü. Wie viele Punkte? Also ich finde, ja, es hat Potenzial. Ich fand zum Beispiel die Levels und die Codes cool, aber ich finde, es muss auch mehr mit Monstern kommen. Es darf da nicht nur Rätsel sein. Es muss so ein Misch sein. Aus verschiedenen Dingen. Und, mal gucken. Also... Es gibt ja da draußen sehr, sehr viele Backroom-Games, ne? Mhm. Und ich muss sagen, das ist schon eines der besseren. Es ist nicht so gut wie Inside und Escape. Ja. Das sind immer noch die besten. Aber ich würde sagen, es ist Platz 4. Ja, würde ich auch sagen. Vor allem warten wir mal ab. Also wenn es das Party-Level cool ist, die Bugs weggehen, mit den Rätseln cool. Aber ich finde auch die Szenerien cool. Also er hat es auch cool gemacht, wie das hier alles aussieht. Aber wie gesagt, bisschen mehr Action, bisschen mehr Monster und auch mal Monster, die man wirklich gruselig findet. Ja gut, wirklich gruselig, das wird halt schwierig, ne? Ja, aber man trotzdem. Ist schon abgebrüht und man kann ja nicht einfach irgendwelche Backroom-Monster erfinden, so, die wollen ja alle irgendwie so ein bisschen die Lore beinhalten. Das ist schon, und soweit aber ich weiß, ist halt im Pool-Level auch nichts. Das schon, aber manche haben ja dann auch so Pflanzenmonster und sowas gemacht, deswegen, dass man da einfach noch so ein bisschen Extras hinzufügt. Aber wir beschweren uns nicht, wir beschweren uns aber, wenn ihr keine Daumen nach oben da lasst. Und bitte, Leute, dominiert die Bots in den Kommentaren. Vielleicht sollten wir uns einen Hashtag überlegen, wie Hashtag Antibot. Ja, bitte, aber das kann sein, dass die halt auch im Spam-Ordner irgendwann landen. Deswegen bitte einfach nur, ich bin kein Bot und erzählt uns was über euch, damit wir das herausfinden. Dankeschön. Aber, ey, Moment, eine Sache will ich noch kurz erwähnen an die Zuschauer da draußen. Letztens hatte ich einen Bot, der war super intelligent und hat sich richtig krass als normaler Kommentar getarnt. Ja, ja, also, ja, was sie auch Vorsicht, teilweise erzählen, ist echt gruselig. Weil es sind auch irgendwelche Chat-GPT-unterstützten Bots und sowas. Richtig krass, was sie da mittlerweile machen. Das ist echt gruselig. Deswegen passt auf euch auf. Die KI will euer Taschengeld. Bis zum nächsten Mal. Das war ein schönes Fazit. Tschüss. Tschüss.